أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. الله أكبر. Ich bin der Prophet. Darin besteht keine Lüge. Ich bin der Sohn von Abd al-Muttalib. Was sind diese Worte? Warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese beiden Dinge miteinander verbunden? Erst einmal, ich bin der Prophet. Darin besteht keine Lüge. Das ist nicht anzuzweifeln. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er rief damit all diejenigen, welche gefestigt in ihrem Iman gewesen sind. Die wahren Mu'minin. Es waren 10.000 gewesen, Muhajirun und Ansar, die nur auf solch ein Wort gewartet haben, auf solch einen Satz. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit dem ersten Satz, was hat er gemacht? Er hat diejenigen gerufen, die in ihrem Herzen Iman hatten. Und mit dem zweiten Satz hat er diejenigen gerufen, deren Iman noch nicht so stark gewesen ist. Welche mehr auf den Ruf des Clans, auf den Ruf des Stammes gehört haben, als auf den Ruf des Iman. Könnte man sagen, okay, ist das eigentlich in Ordnung? Eigentlich ist doch jegliche Form von Nationalismus etwas, was abzulehnen ist. Nein. Nationalismus im Sinne von Stammeszugehörigkeit, dass ich mich auch zugehörig fühle zu einer bestimmten Nation, ist etwas, was der Islam nicht ablehnt. Im Gegenteil, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er Mekka verlassen hat, was hat er gesagt? Anti ahabbul biladi ilayya. Du bist der Ort, den ich am meisten liebe. Walaula anna ahlaki akhrajuni minki ma kharajtu abada. Hätte deine Bewohner mich nicht vertrieben, wäre ich niemals aus Mekka herausgegangen. Das heißt, dass ich Heimatliebe habe, dass ich eine bestimmte Zugehörigkeit habe zu einem Stamm der Quraysh. Das ist an sich nicht verwerflich. Und deswegen haben ja auch die Gelehrten gesagt, dass die Propheten immer eine edle Abstammung haben. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Eine edle Abstammung, mit edler Abstammung ist was gemeint? Eine saubere Abstammung. Dass die Eltern keinen Zina begangen haben, die Großeltern ebenfalls nicht, sondern dass alles innerhalb der Familie ist. Also diese edle Abstammung spielt auch eine Rolle. Aber was lehnt der Islam ab? Der Islam lehnt es ab, dass ich meine Stammeszugehörigkeit oder meine Volkszugehörigkeit oder meine Nationalität über die Menschlichkeit und über meinen Glauben stelle. Und dass ich anfange, aufgrund meiner Nationalität, aufgrund meiner Herkunft, andere Menschen zu erniedrigen oder zu verabscheuen oder von oben auf sie herabzuschauen. Das ist das, was der Islam ablehnt. Der Islam ist immer eine Religion der Mitte. Sie geht weder in das eine Extrem noch in das andere Extrem. Man zeigt uns auf, wie der richtige Maßstab ist. Natürlich kann ich, Alhamdulillah, mein Land lieben. Ja, ich kann meine Sprache lieben. Ich kann meine Familie lieben. Aber nur weil ich aus einem bestimmten Land stamme, bin ich auch nicht besser als andere Menschen. Nur weil ich eine bestimmte Hautfarbe habe, bin ich auch nicht besser als andere Menschen. Oder habe eine höhere Stellung als sie bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und genau das ist es, was der Islam ablehnt.